Beim Warten an der Bushaltestelle gibt es einiges zu beachten. Erstens, nachschauen, stehe ich an der richtigen Haltestelle. Zweitens, stehen Kinder und Taschen auch nicht zu nah an der Bordsteinkante? An manchen Haltestellen gibt es Markierungen, an denen man sich orientieren kann. Das Allerwichtigste ist natürlich nicht drängeln und aufmerksam und ruhig einsteigen. Ein kleines, gern übersehenes Detail kann das Einsteigen in den Bus erheblich beschleunigen. Wenn die Kinder ihre Fahrkarten griffbereit haben, entfällt langfristiges Suchen im Bus, die Kinder können zügig durchrücken. Es gibt Monatskarten oder es kann beim Fahrer eine Fahrkarte gekauft werden. Diese wird vom Busfahrer selbst oder im Bus abgestempelt. Wichtig ist, nicht drängeln und langsam einsteigen. Der sicherste Platz im Bus ist der Sitzplatz. Sofern also noch Sitzplätze frei sind, sollen Kinder diese nutzen. Die Taschen sind zwischen den Beinen am sichersten aufgehoben. Um sich nicht beim Stürzen im Bus zu verletzen, müssen Kinder lernen, sich gut an den angebrachten Haltevorrichtungen festzuhalten, wenn alle Sitzplätze belegt sind. In einigen Bussen kann man sich zudem anschnallen. Das kennt man ja bereits vom Autofahren. Zu einem guten Halt gehört auch, die Schultasche vom Rücken zu nehmen und zwischen die Beine auf den Boden zu stellen, sodass niemand beim Ein- oder Aussteigen behindert wird. Das hat einen weiteren Vorteil, dass zu- und aussteigende Fahrgäste sich nicht durch einen vollen Gang drängen müssen. Beim Aussteigen ist Vorsicht geboten. Niemals vor dem Bus die Straße überqueren. Und unbedingt auf Fahrradfahrer achten. Das heißt, beim Aussteigen sollten Kinder links und rechts schauen und langsam den Bus verlassen. Gerade in großen Städten ist besondere Vorsicht geboten. Nach der Schule wollen viele Kinder möglichst schnell nach Hause. Sie stürmen heraus, rennen oft sogar vor dem Bus über die Straße. Der Busfahrer kann sie nicht sehen und der Autofahrer erst recht nicht. Das heißt, Vorsicht ist immer geboten, um schlimme Unfälle zu vermeiden.